Gerlinde Schreier hat sich seit 25 Jahren dem Kürbis verschrieben. Auf ihrem Kürbishof gibt's über 100 verschiedene Sorten. Es ist aus meiner Sicht ein gutes Kürbisjahr. Der Kürbis braucht viel Wasser zum Wachsen. Wir haben aber jetzt etwas Ernteprobleme, weil der Boden so gesättigt ist von dem vielen Regen. Jetzt können wir nicht gescheit fahren. Und die Wildtiere wie Rehe und Hasen haben uns die Kürbisse angefressen. Die haben halt den Kürbis auch zum Fressen gern, aber es sind genügend da. Vor über 5000 Jahren hat der Kürbis seinen Siegeszug über die ganze Welt angetreten. Auch in Bayern erfreut er sich Jahr für Jahr größerer Beliebtheit. Ob zum Kochen oder zum Dekorieren. Wir haben die Preise nicht nach oben getan. Im Speisebereich liegen wir so das Kilo bei 1,80 Euro. Und wenn wir an die Zierkürbisse denken, von 1 Euro bis 20 Euro. Also nach oben ist aber keine Grenze gesetzt. Kürbisse sind gesund, schön und vielfältig. Ein Leben ohne sie, für Gerlinde Schreier absolut unvorstellbar.